So, heute am 8. gibt es zwei Kuverts für mich, ein extra Gruß eines Schäfleins für mich. Wer grüßt mich denn da? Von der Moni. Meine liebe Elli, heuer habe ich gerade noch rechtzeitig erfahren, wer deinen Adventskalender über so viele Jahre so liebevoll gestaltet. Die Ines. Eigentlich hätte ich es mir selbst denken können. Liebe Moni, da irrst du. Den Adventskalender hat seit vielen Jahren die liebe Ai, auch bekannt als Chico Chico, liebevollst gestaltet. Moni schreibt weiter, darum bin ich nun auch dabei. Mit diesem Spruch wünsche ich dir eine schöne Adventszeit und viel Freude mit deinem Adventskalender. Die Liebe lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten, von Theodor Fontane. Das stimmt allerdings. Liebe Elli, ich habe auch ein Geschenk für dich, das wollte ich dir schon seit vielen Jahren persönlich überreichen. Durch meine Angst zu reisen kam es leider nie dazu. Irgendwann rund um deinen Geburtstag und Advent wird dir der Postbote ein kleines Päckchen aus Linz überreichen, das zu deinem Adventskalender dazugehört. Liebe Elli, fühl dich bis dahin von mir geknuddelt. Liebe Grüße an deine Tante Lore, deinen Liebsten und die Lucy von deiner Moni. Danke, liebe Moni, da bin ich aber schon sehr gespannt. Und von der Ines. Und die Ines schickt uns eine neue. Ich liebe Kreuzkümmel. Steckbrief für Kreuzkümmel. Sein wissenschaftlicher Name ist Cuminum ciminum. In der Literatur sind viele weitere Bezeichnungen zu finden, wie zum Beispiel Mutterkümmel, römischer Kümmel, Haberkümmel oder Pfefferkümmel. Kreuzkümmel ist eine einjährige Pflanze, die ihren Ursprung im Niltal hat und von dort sich nach Nordafrika und Kleinasien verbreitet haben soll. Der getrocknete Samen findet in zahlreichen Rezepten Verwendung und verleiht diesen einen typischen, leicht bitteren, scharfen und warmen Geschmack. Kreuzkümmel gilt gleichsam als wichtiges Gewürz in der orientalischen Küche und als Heilpflanze. Er ist eine typische Zutat in Falafel, Chili con Carne oder Grillgerichten des Balkans oder Vorderen Orients. Wenn die zu verwendete Menge vor dem Mörsen in einer fettfreien Pfanne angeröstet wird, so verbreitet sich dieser Duft im ganzen Raum und verbreitet Vorfreude auf die Speise und intensiviert den orientalischen Geschmack. In der Naturmedizin findet Kreuzkümmel Anwendung, weil er verdauungsfördernd ist. Speisen, die von jeher schwerer zu verdauen oder blähungsfördernd sind, werden daher mit Kreuzkümmel gewürzt und so leichter verdaulich. So werden die heilende Wirkung und ein unübertroffener Geschmack miteinander verbunden. Da gibt es ein tolles Gott, ich stammel heute schon, ich habe schon zu viele Doily-Videos gesprochen. Hummus. Ein wunderbares Hummus-Rezept. Wir lieben Hummus beim Mittagessen. Das stelle ich wieder auf die Website. Das könnt ihr dort nachlesen und nachkochen. Und einen Kreuzkümmeltee bei Magenbeschwerden. Die Rezepte findet ihr dann auf der Nadelspiel.com-Website. Danke, liebe Ines, für den Kreuzkümmel. Das heißt, im morgigen Päckchen wird sich dann wohl Kreuzkümmel finden. Da freue ich mich schon sehr darauf. Zum 8. Dezember von Theodor Storm. Vom Himmel in die tiefsten Klüfte ein milder Stern herniederlacht. Vom Tannenwalde steigen Düfte und hauchen durch die Winterlüfte, und kerzenhelle wird die Nacht. Mir ist das Herz so froh erschrocken, das ist die liebe Weihnachtszeit. Ich höre fernher Kirchenglocken mich lieblich heimatlich verlocken in märchenstille Herrlichkeit. Ein frommer Zauber hält mich wieder, anbetend, staunend muss ich stehen. Es sinkt auf meine Augenlider
ein goldener Kindertraum hernieder. Ich fühl's, ein Wunder ist geschehen.